Ja Leute, schön, dass ihr dabei seid. Heute nutze ich nochmal den Moment und wir schauen uns mal gemeinsam hier das erste Fireball-Produkt an, was ich hier in meiner Bestellung mit drin hatte, und zwar den Pirouette Detailer SEO2. Das Ganze auch hier mit Versiegelungseffekt, soll auch einen hydrophoben Film mit ausbilden. Wir schauen uns das mal gemeinsam an, vom Preis her, die Fireball-Produkte oder speziell auch das. Es ist nicht bei allen wirklich ein bisschen preisintensiv, aber der Pirouette Detailer ist dann doch schon ein bisschen preislich gehoben. Mal schauen, was er drauf hat. Schauen wir uns jetzt gemeinsam an, wie das geht. Ja, und so schaut er aus hier. Kommt in einer richtig schönen schwarzen Flasche mit so einem Riffeldesign hier. Hat dann nur so einen leichten Glitzereffekt. So einen Reflexionseffekt. Sehr, sehr cool. Auch hier mit dieser silbernen Banderole. Sehr schönes Flaschendesign. Gefällt mir wirklich gut. Aber der Inhalt zählt natürlich. Logisch. Hier Quick Detailer auf Basis von SEO2. Ideal zur Pflege der Langzeitversiegelung zum Verlängern der Standzeit. Dieses Produkt bietet super hydrophobe Eigenschaften, Schutz und verleiht dem Lack perfekten Tiefenglanz, ohne dabei Schlieren zu hinterlassen. Auch auf unversiegelten Oberflächen anwendbar. Das probieren wir doch hier gleich aus. Vor Gebrauch gut schütteln. Haben wir gemacht. Auf ein Mikrofasertuch sprühen und gleichmäßig auf dem Lack auftragen. Der mit der trockenen Seite des Mikrofasertuches die Oberfläche aufpolieren. Also typisch Quick Detailer. Ich lese hier aber nichts von, sagen wir mal, Schnellreinigung. Also ich würde das jetzt nicht als Waterless Detailer nutzen, sondern wirklich nur, wenn ihr jetzt hier eine Versiegelung zum Beispiel im Fireball drauf habt, dafür wurde es ja auch empfohlen. Aber ich lese jetzt hier nichts von Waterless Wash oder in die Richtung. So, gehen wir mal hier auf die Motorhaube drauf. Leichter Staub, bisschen Wasser, testen wir mal. So, und ich teste das auch mal auf einer nassen Oberfläche, auch wenn es nicht auf der Flasche draufsteht, aber einfach mal für uns als kleiner Test. Und zwar, ich klebe mal hier ein bisschen was ab. So. Und zwar nicht ganz die Mitte, aber egal. So. Hier werden wir mal nichts auftragen. Hier haben wir einfach nur den nackten Lack. Und jetzt gehen wir mal hier drüber. Also ein bisschen was ins Tuch sprühen und dann im Anschluss einfach auspolieren. Oben Sprühkopf aufdrehen. So. Ein bisschen was ins Tuch. 1, 2, 3. Gehen wir mal hier drüber. Ich gebe euch auch alles mit zur Lackglätte. Also, okay, ich habe 3 Sprühe reingemacht auf der kleinen Fläche. Vom Verteilen her ist jetzt schon alles komplett weg. Wenn ich jetzt nochmal mit einer frischen, trockenen Seite rübergehe, habt ihr... Okay, also von der Anwendung her ist es wirklich absolut easy einfach. Wie ich zum Thema Glanzerzeugung stehe, das wisst ihr ja. Von der Lackglätte her, ja, macht auch eine Lackglätte, schöne Sache. Ich lasse das Ganze jetzt auch ablüften. Was ich ein bisschen schade finde, jetzt schon, dass ich jetzt hier auf der Flasche nichts lesen kann mit vielleicht auch Aushärtezeiten. Weil wir haben ja, es ist schön, wenn die Lautstärke ein bisschen zurückgeht hier. Hydrophobe Eigenschaften, Schutz und so weiter. Aber ich lese jetzt hier auch bei der englischen Variante hier oben nichts von irgendwelchen Ablüftzeiten. Soll man natürlich nur auf kalten Oberflächen nutzen, nicht auf heißen, logisch. Also von der Verarbeitung her wirklich spitze. Aber ich hätte mir hier noch eine Info gewünscht, was diesen SEO2-basierten Schutz angeht. Dass wir hier einfach noch eine Zeit haben, dass wir jetzt nicht gleich mit Wasser rübergehen, sondern vielleicht sagen, 4 Stunden aushärten lassen, 12 Stunden oder sowas. Aber wir werden es einfach ausprobieren. Ich werde das Auto mal 2-3 Stunden stehen lassen und dann gehen wir hier mit dem Wasser drüber. Jetzt gehen wir mal auf die Seite, wo ich noch sehr, sehr viel Wasser drauf habe. Dazu hole ich euch mal hier rüber. So, da könnt ihr das auch besser sehen. 1, 2, 3. Und jetzt nehmen wir das mal so wie als Art Trockenhilfe. Wir verteilen es mit dem Wasser zusammen. Ich nehme jetzt auch nicht neues Produkt. Wir haben jetzt praktisch eine Mischung zwischen Produkt und Wasser. Steht jetzt nicht so auf der Flasche drauf, aber ihr wisst ja, ich teste gerne viele, viele Sachen aus. Und jetzt gehen wir einfach nochmal drüber. Also meiner Meinung nach, erstmal als reine Trockenhilfe geht es wirklich gut. Auch hier keine Schlieren, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie Rückstände bleiben. Lässt sich schön machen. Lackglätte? Ah, okay. Na, obwohl. Ah, okay, cool. Du merkst es. Ich muss das mal ein bisschen fummeln hier, wie immer. Ah, gut, das merkst du hier. Deutlich glatter. Hier ungefähr, oh, also 50% sind es nicht. Es ist ein bisschen mehr als 50%. Wir nehmen nochmal ein frisches Tuch und ich reinige den Bereich nochmal einfach nach. Ist ja bloß ein bisschen Staub drauf. So. Weil über den staubigen Lack drüber gehen und Lackglätte beurteilen macht natürlich gar keinen Sinn.
Okay, doch, das merkst du. Also Lacklet ist hier am stärksten und hier deutlich am schwächsten. Ja. Ich würde sagen, eher so 70%, 75% von der Lacklette, weil der Unterschied ist nicht gravierend. Also selbst mit Wasser, ihr habt trotzdem noch eine gute Lacklette. Also wer Lacklette will, das ist auf jeden Fall mit dabei. Wie es jetzt um die Hydrophobie steht, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Deswegen lassen wir es jetzt noch ein bisschen ablüften und sehen uns gleich zu Hause. Ja, und das ist jetzt hier mal das Bild nach 4 Tagen. Ich habe es ein bisschen verpasst. Frau war auch mit dem Fahrzeug unterwegs. Das heißt, ihr habt jetzt gleich so das Perl-Update mit am Start. Das sind 4 Tage und hier ist schon auch schon ein bisschen Staub drauf. Sahara-Staub hat sich etwas abgelegt. Ihr seht, man muss den erst runterspülen und da war ich echt positiv beeindruckt. Das Ganze habe ich hier einfach mit dem Handy gefilmt. Das ging super easy einfach. Wir hatten ja auf der linken Seite das Ganze als Trockenhilfe und das jetzt hier auf der Seite ist ja normal aufgetragen nach Anleitung mit Tuch. Und da sieht man auf den Ablaufbahnen so ein paar leichte Tropfenrückstände, liegt aber einfach an dem Staub. Aber sobald man das runterspült, sieht man jetzt hier, wenn die Fläche einmal nass geworden ist, hat man echt ein sehr schönes Abhörverhalten. Also krass zu sehen. Auch hier auf der Mitte, schaut mal diesen dunklen Schleierschmutz, der sich da abgesetzt hat auf der unversiegelten Oberfläche. Und hier, ja, auf der versiegelten haben wir nicht so einen dunklen Schleier. Also auch schön zu sehen, dass der Schmutzrückhalt auf jeden Fall da ist. Hier habe ich nochmal auf einen Strahl umgestellt, also sehr, sehr schön. Also vom Abhörverhalten her haut hier der Pirouette richtig rein. Und hier schaut mal auf einer unversiegelten Oberfläche, wie sich da der Dreck in den 4 Tagen abgesetzt hat. Also ganz, ganz klar zu sehen. Könnt ihr mal reinschreiben, seht ihr einen großen Unterschied zwischen dieser Seite jetzt mit Tuch aufgetragen, also ganz normale Auftragsweise, und der linken Seite, wo ich das als Trockenhilfe raufgemacht habe, weil hier, guckt mal, da sieht es eigentlich auch richtig, richtig schick aus. Also ich könnte jetzt so auf Anhieb keinen Unterschied erkennen. Hier auch auf den Ablaufbahnen, die sind schön frei. Wenn einmal der Staub runtergespült ist, sehr cool. Ablaufverhalten auch nochmal. Geht richtig, richtig flott. Auch hier, wenn der Staub einmal runter ist, zack. Wirklich spitze. Also das muss ich jetzt von einem Synthetic Sprayback, Sprayenshine Detailer und allem möglichen, was da in diesem hochhydrophoben Bereich ist, überhaupt nicht verstecken. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Beobachten wir jetzt weiter. Wie gesagt, das sind jetzt hier schon 4 Tage. Ganz, ganz klar zu sehen. Richtig, richtig gut. Und ich bin gespannt, schreibt mir auch in meine unten rein. Habt ihr das auch schon mal ausgetestet, dann gerne euer Feedback unten in die Kommentare rein. Ansonsten bis zum nächsten Mal, Leute. Und da wieder sehen wir uns an der SB-Box zum nächsten Update. Ciao.